Herzlich willkommen zurück. Deswegen. Die Stimmung ist großartig. Batman vs. Superman liegt hinter uns und das haben wir zum Anlass genommen, die letzten paar Verfilmungen von Comics, die in diesem Jahr noch anstehen, mal noch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Warum, wissen wir selber noch nicht so genau. Vielleicht wissen wir es nach dem Gespräch eher nicht. Trotzdem fangen wir jetzt an. Wir sind Movies. Ich begrüße zuerst einmal Experte für Comics, Marius Scholl. Markus ist heute bei mir. Hallo Markus. Hallo. Max ist heute auch bei mir. Hallo Max. Genau. Der finale Trailer zu Civil War ist jetzt schon ein bisschen länger da. Wir haben ihn selbstverständlich gerade eben das erste Mal gesehen. Nee, ist natürlich auch ein Witz. Auf jeden Fall kommt er am 28.04. in die Kinos. Das nächste große, was uns so erwartet, ist eben genau dieser Film. Directed von den Russo Brothers, die haben schon den letzten Captain America Film unter anderem gemacht, waren davor im TV tätig bei einigen Serien. Ich will jetzt aber gar nicht so lange über die reden, sondern über den Film an sich und vor allem, wie dann der Trailer auf unsere heutigen Gäste so gewirkt hat. Und ich gebe das erste Wort an Max. Was sagst du zum, was sagst du zum Trailer? Und vor allem muss man natürlich noch sagen, das was für mich Star Wars ist, ist für Max Spider-Man. Luke Skywalker. Also, was heißt? Luke Skywalker, Spider-Man. Egal. Okay, Max. Spider-Man in dem Trailer drin, oder? Hab ich nicht zu Ende geguckt. Hey, everyone. Also, der Trailer so vom Grundton ähnelt ein bisschen dem ersten Civil War Trailer. Es wird nur der Grundkonflikt zwischen Tony Stark und Steve Rogers halt aufgestellt. Es werden auch nochmal ein bisschen stärker auf die einzelnen Helden und die Fraktionen, denen sie angehören, eingegangen. Besonders gut am Trailer hat mir Black Panther gefallen, den ich als Comicfigur gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also den kannte ich halt vorher nicht so stark. Aber das Kostüm, habe ich auch irgendwo gelesen, dem stimme ich zu, ist eins der geilsten bisher im Marvel Cinematic Universe. Und ja, die Actionsequenzen, als er den Winter Soldier verfolgt, wer den Trailer gesehen hat, wird das auch vielleicht gesehen haben. Wahrscheinlich. Das waren einfach, also es sah actionmäßig richtig geil aus. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding von den Regisseuren, auch diese Closed Combat Action, die ich auch richtig geil finde. Ich habe Markus auch, oder euch habe ich zwar auch mal erzählt, dieser eine Shot, der jetzt auch in dem Trailer drin ist, mit der Iron Man Hand ins Gesicht schießt. Also wow, von der Inszenierung genau mein Scheiß von den Actionsequenzen. Und ja, Trailer an sich wirklich richtig, richtig geil. Freue mich auch sehr auf den Film. Und dann gab es am Ende, Spoiler Alert, aber es steht fast auf jeder Seite schon drauf. Spoiler Alert? Damit haben alle das Video gepostet. He's here! Ja, deswegen, also es steht überall direkt drüber. In den letzten 5 Sekunden tritt dann tatsächlich Spider-Man auf und hat einen ganz kurzen Auftritt. Ich muss mich schnell fassen, weil es sau viel gibt, was ich dazu sagen würde, aber ich will den anderen jetzt auch Redezeit noch lassen. Sehr geil ist, dass er im Trailer schon vor... Ich glaube, Markus will gar nichts dazu sagen, red nur. Sehr geil ist, dass er schon im Trailer vorkommt und auch in dieser Szene, weil das heißt, dass er nicht nur eine Post-Credit-Sequenz in Civil War werden wird, sondern dass er auch in irgendeiner Form schon Bestandteil dieses Films als Handlungselement sein wird. Hoffentlich, wie ich es euch auch schon mal gesagt hat, in dieser, ist ja auch nach einem Comic so, in dieser Kampf um die Seele eines Jungen. Zuerst ist er ja, wie man im Trailer vermuten kann, bei Team Iron Man. Das sieht man übrigens auch am Kostüm, an den bestimmten Eingravierungen, die er hat, die jetzt sich von anderen Kostümen unterscheiden. Das Sinn wird gemunkelt. Das ist sowas wie Gang-Tattoos in Gefängnissen. Sowas ähnliches, ja. Nur diesmal erstellt von Tony Stark als technische... Hashtag Team Iron Man. Technische Gimmicks, die man halt hier im Oberarm gesehen hat, die da eingebunden werden. Und ja, also ich denke, dass das als Handlungselement so hoffentlich da eingearbeitet wird. Zum Kostüm selber, sehr geil, ist angelehnt an die Cartoon- und TV-Serie aus den 70er Jahren. Mit den 70er Jahren, das wusste ich nicht, das habe ich nachgeguckt, aber die Cartoon-Serie von 94 hat ein bisschen düsteres, aber ähnliches Design. Ist sehr hell, ist sehr retro, sieht aber auch irgendwie geil aus. Also im ersten Moment war ich auch ein bisschen, wow, what the fuck. Ist ein bisschen unterwältigt im ersten Moment. Ja, schon, aber... wenn man dann nochmal, wie gesagt, Close-Up sieht und alles Mögliche, hat das Kostüm für sich auch nochmal viele Details. Es wirkt halt ein bisschen detailarmer am Anfang, weil die Farben stärker rausgetreten sind und dann praktisch die Webstreifen ein bisschen in den Hintergrund treten. Und letzter Punkt noch, bevor ich es vergesse, es war natürlich das Gimmick im Gimmick, die Augen, die sich verkleinern. Wenn ich es richtig interpretiere oder für mich mal interpretiere, ist das einfach das Geile daran,
dass die das, was in Comics und in Cartoons ein geiles Gimmick war, nämlich dass der Anzug so mit Spider-Man verwoben ist, dass seine Augen sich nach Emotionen richten, dass sie das hier reinbringen, deswegen der Witz mit den Augenverkleinern, aber erklärt durch ein technisches Gimmick. Weil wenn man genau hinhört, hört man ja, dass die Augen bei der Verkleinerung ein technisches Geräusch von sich geben, mechanisches. Aber anscheinend ist die Intention einfach, dass er seine Emotionen mit den Augen irgendwie... Aber das hat ja bei Deadpool schon gut geklappt. Ja, deswegen, aber da hast du, glaube ich, hast du ein technisches Geräusch so gehabt? Nee, aber... Das ist halt sau witzig, dass sie das so verknüpfen. Das ist halt irgendwie dann auch typisch für den Film. Und ja, die Begrüßung, als er sich dann rüberschwingt und alle... natürlich ist da jetzt nicht mehr rauszuholen als so ein One-Liner. Aber Leute, was wollt ihr? Das war pure Spider-Man. Also James Gunn hat gesagt, das ist der beste Spider-Man von immer. Dem kann man sich nach 5 Sekunden schlecht anschließen. James Gunn hat wahrscheinlich noch mehr Einblick als ich. Nee, James Gunn hat den Film schon gesehen. Ach, Civil War. Ja. Ah, okay. James Gunn hat den Film schon gesehen ohne Effekte, weil die jetzt ja noch in der Post drin sind, hat gemeint, sogar da fand er das schon richtig fett. Ja, also für den Normalverbraucher ist das jetzt für uns noch nicht so beurteilbar. Ja. Von Tom Holland habe ich so das meiste, was er gemacht hat, und das ist ja nicht viel gesehen. The Impossible fand ich ihn richtig stark als Kinderdarsteller, und Im Herzen der See dann mit Chris Hemsworth fand ich auch... Nix. Also das muss ich noch gerade sagen, das habe ich mir halt zurechtgelegt. Also jetzt habe ich mal einfach... Ja, mach nur. Den, Kamera ist eh seit 5 Minuten aus. Im Herzen der See war er dann auch als Charakterdarsteller nochmal richtig, richtig stark. Und ich war einer der Ersten, wo gesagt hat, ist nicht meine Wunschbesetzung. Ist auch ehrlich gesagt nicht meine Wunschzeit, wo er Highschool-mäßig, wo er reingepackt wird. Aber desto mehr ich sehe, desto mehr freue ich mich mit ihm an, weil er einfach auch ein großartiger Darsteller ist und sich bei mir jetzt immer mehr etabliert, dass er auch ein großartiger Spider-Man wird. Und das ist, wie man bei mir jetzt vermuten kann, der Hauptgrund, warum ich mich auf den Film freue. Oh, ich habe Lust auf Captain America Civil War. Ich habe ja die Comicvorlage von Mark Miller gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer der Zeichner war, aber man möge es mir vergeben. Fand ich auch geil. Ist aber halt als Comic eine komplett anders geartete Geschichte. Also die bedienen sich ja jetzt nur dieser Prämisse des Civil War. Natürlich müssen sie das in die aktuelle Continuity von Marvel Cinematic Universe irgendwie einordnen. Deswegen ist das mit der Ursprungsgeschichte von Mark Miller gar nicht mehr vereinbart. Ich habe unfassbar viel Bock auf den Film. Ich mochte auch schon The Return of the First Avenger, also Winter Soldier, mochte ich sehr gern. Ich mochte allerdings auch schon den ersten Captain America Film. Es ist halt auch meine Lieblingsfigur aus dem Marvel Cinematic Universe. Und ich denke... Das könnte vielleicht jetzt auch der beste Marvel Cinematic Universe Film so far werden. Was halt geil ist, also so wie ich das aus den Comics rausgelesen habe, waren da die Rollenverteilungen, die man jetzt auch in dem Film anstrebt, nämlich dass, also Tony Stark war in den Comics, glaube ich, viel mehr Douchebag, als das jetzt im Film möglich ist. Dafür ist es jetzt schon zu lange. Also habe ich gelesen, ich habe jetzt das Comic auch nicht gelesen, habe ich jetzt von Reaktionen gelesen, und viele haben halt gesagt, das ist im Film jetzt geiler, weil du Tony Stark als ganz andere Figur jetzt kennengelernt hast über die Filme. Das Ding ist, du hast beide als Sympathieträger gezeichnet. Also, und lustig ist eigentlich immer noch, als also Captain America, der erste Film, ne, war ja, also als The First Avenger, der war ganz okay. Das ist ja einer der MCU-Filme, die am wenigsten eingespielt haben, die wenig positives Kritiker-Echo, also beziehungsweise solides Kritiker-Echo nur erfahren haben. Und ich muss noch an an so ein satirisches Zitat denken, als sie irgendwie so eine Review zu Avengers gemacht haben, bei Honest Trailers oder so, wo sie gemeint haben, our least favorite Avenger, Captain America. Ne? Und mittlerweile ist jetzt wirklich so jeder durch dieses Trending-Hashtag Team Cap. Was ich halt super krass finde, also das mit diesen Hashtags, dass du das auch so ein bisschen absehen kannst, wie der Buster halt gerade ist. Obwohl du sagen musst, aber beim zweiten Trailer gehen sie schon mehr in die Douchebag-Iron-Man-Ecke. Nee, finde ich gar nicht. Doch, finde ich schon. Finde ich gar nicht. Ich habe jetzt mit dem zweiten Trailer nämlich so das Gefühl gehabt, weil Iron Man nämlich jetzt die Fallhöhe gekriegt, oder beziehungsweise ja, Konflikt. Du gibst Iron Man jetzt ein bisschen mehr nachvollziehen, ja, weil ich finde, weil er Verlust hat und so. Genau, weil er einen Verlust. Und Captain America sagt so: Ja, ich denke, es gibt halt Konflikte, da kann ich mich nicht raushalten, da muss ich was tun. Und das hat so ein bisschen was, also für mich hatte das so was,
von leichter Kritik an Weltpolizei Amerika. So, jeder ist natürlich Captain America und jeder muss auch sagen, klar, der ist moralisch integer und so und das ist auch mein Lieblings-Avenger, aber da finde ich, hat das gerade so einen minimalen Shift gekriegt, dass du echt überlegst, okay, da schlagen sich gerade Bruder und Bruder wirklich die Fresse ein. Ich habe es an einer kleineren Sache festgemacht, nämlich, dass Tony Stark halt irgendwann meint, ich werde euch jagen und so und das bei, ich meine, Captain America steht ja für Freiheitsrechte und also freie Handhabung von Superhelden ein, was beim Zuschauer, glaube ich, halt mehr positive Verbindungen irgendwie weckt. Und wenn dann Tony Stark sagt, ich werde euch jagen und so, ist das vielleicht sowas, Dann hat es plötzlich wieder Freiheit. Ding ist, der Film ist ja jetzt schon im Trailer hochpolitisch. Logischerweise ist das ein politischer Konflikt, der da austariert wird, weil dann geht es natürlich auch um sowas wie, ich sage jetzt mal, wie die Kommunistenverfolgung in den 50ern, 60ern oder so. Und das finde ich interessant, dass sie jetzt hingehen und wieder diesen, ich sag jetzt mal, diesen Punkt aus The Return of the First Avenger wieder weiter transportieren, weil da ging es ja auch schon, also das war ja im Endeffekt ein Polit-Paranoia-Thriller. Und das finde ich halt super spannend, dass sie wirklich jetzt hingehen und Comic-Verfilmungen, die immer das Potenzial haben, dass du da halt auch aktuelle politische Konflikte ausarbeitest und austarierst, jetzt wirklich so in die Ecke gehen und das dann wirklich so krass als Metapher es klappt anlegen. Halt, weil richtig der Film Bock halt drauf. Geerdet ist einfach. Ja. Also wahrscheinlich geerdeter wie die Comicvorlage und geerdeter wie die anderen Filme. Was geben wir als Prognose? Was ist? Weiß ich doch nicht, ich habe gar nichts gesagt. Nee, was mich jetzt, was ist, ich, ja, was ist bei dir so? Du hast gehört, was wir gesagt haben. Richtig. Gebe ja, was unsere bei dir Prognose. So, du bist doch nicht so ja, also ich, keine Ahnung, der Avid-Fan of the MCU. Muss sagen, dass also ich mochte auch hier Winter Soldier jetzt nicht wirklich, das ist so mein, es ist ein bisschen heftig ausgedrückt, aber mein Hassbild im MCU war so, ich fand, das ist der cheesigste Film, super uninteressant fand ich den, ich habe den dreimal geguckt und bin dreimal fast dabei eingepennt. So. Aber du hast und, ihn dreimal geguckt? Ah ja, weil ich die ersten zweimal eingepennt bin. In irgendeiner Form eine Leistung. Das ist wirklich so. Ich guck den jetzt auch wahrscheinlich vorher nochmal. Ich fand den Trailer jetzt okay, fand auch, also ich fand, dass die Konflikte, also ich sag mal so, ich hoffe, dass die Konflikte auch schön ausgearbeitet werden und ich, ja, wie gesagt, es ist jetzt kein Geheimnis mehr vielleicht für die treuesten Zuschauer unter den Zuschauern, dass ich jetzt nicht so der Fan von diesem ganzen MCU bin. Was ich aber positiv dem Ganzen abgewinnen kann, ist, dass sie jetzt endlich mal anfangen, auch Charaktere ohne Origin-Story zu etablieren. Mit Spider-Man war es jetzt so ein, sie müssen halt, und mit Black Panther ist es dann, keine Ahnung, wie sie es jetzt gehabt haben. Gefühlt hätte Civil War für mich schon können vor 2 Jahren kommen, weil die letzten ganzen Filme nicht wirklich relevant für Civil War waren, außer jetzt The Winter Soldier. Ant-Man hätten sie wahrscheinlich auch können irgendwie so reinmachen, obwohl es für mich da auch wieder die Frage ist, jetzt müssen sie Black Panther etablieren, Spider-Man etablieren, Ant-Man in die Avengers-Riege mit reinnehmen. Wie wird das funktionieren? Er geht zwar 2,5 Stunden, aber keine Ahnung, ob sie sich da nicht vielleicht ein bisschen übernehmen. Das ist auch eine große Gefahr für mich. Also, wenn sie es hinkriegen, ist es eine Mahlzeitleistung, weil ganz ehrlich, wenn du so ein Heldenkollektiv dann, also ich meine, es ist schon schwierig für Joss Whedon gewesen, das Heldenkollektiv zu handeln. Aber jetzt mit denen, klar, du hast Thor nicht dabei und Hulk nicht dabei, aber sonst. Was man noch nicht mal. Also, ja, doch. Also, Thor könnte. Ja, in der Post-Credit-Szene also ich habe immer mal wieder gelesen, Hulk wäre irgendwie jetzt doch am Start. Ja, das mit Hulk haben sie ja irgendwie hin und her geredet. Aber ich meine, dann wird es auf jeden Fall keine Figur, der du noch eine Motivation geben musst. Kommt am Schluss und schlägt so zusammen und sagt, beide tot. Smash. Hulk, smash. Nee, ich finde aber fast schon eigentlich, was diese Etablierung angeht, wär's, also ich glaube nicht, dass das der MCU-Style ist und das werden sie wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich wäre fast schon Fan davon, wenn sie es einfach komplett lassen, wenn sie einfach sagen, Leute, ihr müsst jetzt mal akzeptieren, dass was zwischen den verdammten Filmen passiert ist, weil das etwas ist, was ich im MCU noch nie erlebt habe, dass sie einfach sagen, Ant-Man ist jetzt halt bei den Avengers und dass sie den 3 Lines geben, wo in welchem Team ist er? Team Cap, ja. Ja, das sind 3 Lines geben, ach so, damals, bla bla. Ja, gut. Ja, das ist halt gut. Das, also so muss es eigentlich sein. Ja. So, weil wenn die jetzt nochmal anfangen, mir 3 Charaktere da reinzuschreiben, ey, das ist echt halt zu viel so. Und dann ist es auch mit diesem ganzen Universumsgedödel halt, keine Ahnung. Aber das Ding ist, scheinbar haben ja auch irgendwie Leute, also hatte ich jetzt so mitgekriegt, dass Leute irgendwie auch wieder diskutiert haben, ob jetzt vielleicht zu viel verraten wird im Trailer. Aber ganz ehrlich, ich sag dazu nur 2 Sachen. Baron Zemo oder Simo, wie der auch immer ausgesprochen wird. Und Crossbones, Leute, gut, die sind auch noch. Ja, aber
dir wird es ja nicht so sehr bewusst, wer die vermummten Leute und so. Ja. Oder klar, Crossbones hast du im ersten Trailer, glaube ich, gesehen. Im zweiten hast du Im finalen Trailer auch. Ist er auch? Da haut er den Captain America. Oder Captain America, ich weiß nicht. Captain America haut er weg in dem Ort, wo man davon ausgeht, dass das Black Panthers Heimat der fiktive Staat ist, aber... Ja. Man sieht ihn kurz. Okay, dann sieht man den auch kurz und Daniel Brühl siehst du ja noch nicht mal und auch die... Martin Freeman sieht man und auch. Martin Freeman sieht das man nicht und die Agent 13 oder wie sie doch, glaube ich, die in Return of the First Avenger, heißt die überhaupt Agent 13? Ich weiß es nicht mehr genau. Finde ich halt gut, dass da noch mehr Figuren drin sind und das zu handeln. Das Geile ist, dass Daniel Brühl, wo wir gerade dabei sind, jetzt auf diesem neuen Poster sogar auf der Headline bei den Darstellern steht. Okay. Und also ich meine, erstens ist es Daniel Brühl, der ist jetzt in Hollywood ein bisschen reingerutscht, aber das spricht wohl eher dafür, dass die Rolle ein bisschen größer ist, als jetzt, dass Daniel Brühl Ich fand es krass, dass bei diesen United We Stand, Divided We Fall Postern, dass da, ich glaube, Ant-Man war da nie drauf. Nee, da fehlen auch immer wieder andere Leute oder immer wieder andere drauf. Da fehlen immer wieder Leute, ja. Aber das, ich ganz ehrlich, meine Prognose, ich glaube, es wird eine 9 von 10 und es wird der bisher beste MCU-Film. Ich denke, also ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen. Ich denke, es könnte ein cooler Film werden. 6 von 10. Es könnte ein cooler Film werden, aber ich gebe auch gerne zu, dass ich jetzt nicht so mega objektiv daran gehen kann, so weil ich einfach so überladen bin mit diesem ganzen MCU und dem Storytelling einfach auch nicht mehr so hinterherkomme. Also du kannst nicht so objektiv rangehen wie Max und ich. Genau. Spider-Man! Aber es gibt natürlich nicht nur Captain America Civil War, sondern ein Franchise, das mir wie kein anderes am Herzen liegt, was böse ist, weil ich finde es ja nicht schlecht. Nämlich X-Men Apocalypse. Das X-Men Apocalypse Franchise. Ich sage ganz kurz, was ich davon denke, damit ihr mir reden könnt. Der Trailer nach mehrmaligem Anschauen hat mir sehr gut gefallen, wegen den real-zeitlichen Übergängen mit Bibel und so und Vier Reiter der Apokalypse. Hat mir sehr gut gefallen. Und es ist einfach eine geile Show. Hast du gerade Real und Bibel in einem Zug gesagt? Rall. hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich es noch schaffe, den Vorgänger irgendwann zu gucken, dann... Ich leih ihn dir aus. Ich gebe ihn dir heute mit. Ich bin ja stolzer Besitzer der Quadrologie. Warum auch immer. Deswegen bin ich sehr angetan von dem Trailer und werde mir den Film wahrscheinlich auch angucken. Aber viel wichtiger ist, was haltet ihr davon? Von dem Trailer? Von dem Film? Du musst einen direkt ansprechen, sonst sprechen wir gleichzeitig. Max? Ja, Marius. Ja! Falls ihr das noch nicht gesehen habt, auf unserem Kanal gibt es Reviews zu allen bisherigen X-Men-Filmen. Und jetzt darf Marius. Nee, ich will auch noch. Ich bin großer X-Men-Fan im Gegensatz zu fast allem anderen, muss ich eigentlich sagen. So an Comic-Verfilmung, Universen ist X-Men bisher das, womit ich mich immer am besten anfreunden kann. Vor allem, weil es da irgendwie immer so ganz viel Meta-Subtext und krass kontroverse Themen gibt. Nicht, dass es das jetzt auch in anderen Universen geben würde, aber irgendwie wird es mir bei den X-Men immer cool aufbereitet. Die haben es gepackt, sich über die Jahre schon zu etablieren mit Charakterdarstellern und Bryan Singer hat es gepackt, das Franchise, vor allem Bryan Singer hat es gepackt, das Franchise zu etablieren und dem seinen Stempel aufzudrücken, auch wenn Matthew Vaughn natürlich einen Film gemacht hat und Brett Ratner, aber der ist ja vergessen. Ne? Die üblichen Verdächtigen. Und ja, deswegen, ich fand den Apocalypse-Trailer jetzt auch okay, sag ich mal. Hat mich jetzt nicht mega umgehauen, aber muss sagen, dass mich das Casting auch wieder extrem freudig stimmt. Ich bin ein großer Oscar Isaac-Fan, nicht zuletzt durch Star Wars, aber auch gerade deshalb. Ich bin ein großer Olivia Munn-Fan. Ich finde die Sophie Turner ganz cool, obwohl ich die halt an Game of Thrones jetzt nie gesehen habe. Aber die Casting-Entscheidungen lassen schon mal für sich sprechen, sage ich mal. Und das, auch dieses Thema, dass sie jetzt so ein bisschen in die religiösere Richtung gehen, das ist ein Ansatz, den sie so in den X-Men-Filmen noch nie aufgearbeitet haben. Vielleicht teilweise, aber nie so offensiv. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Film, dessen Vorfreude sich noch im nächsten Monat wahrscheinlich bei mir potenzieren wird, wenn ich mir auch die letzten X-Men-Filme dann wieder anschaue. Und Bryan Singer ist der Mann, wenn es um X-Men geht. Und Oscar Isaac und so. Und ein bisschen schade, dass jetzt, ja, man weiß es natürlich nicht, hoffentlich ist Hugh Jackman dann doch wieder kurz dabei. Es wäre schade, wenn er dann beim letzten X-Men-Film nicht dabei wäre. Mhm. Irgendwo treibt da weiß man da nichts, gell? Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist also, da der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass es keinen Stand der Dinge gibt. Ich habe nämlich gerade wieder überlegt, vor kurzem, wie das in Days of Future Past überhaupt endet mit ihm. Also jetzt kein Spoiler.
Und dann halt auch überlegt, wie das halt dann. Ja, also er läuft so. Da, also er rennt irgendwo rum oder ist irgendwo gefangen oder sowas. Okay, gut. Mehr weiß man nicht. Also ich habe auch mega Bock auf X-Men Apocalypse, denn ja, im Prinzip aus denselben Gründen, wie auch schon von dir genannt und von dir, denn ich finde das immer krass, wenn das so mit Zeitgeschichte und so dann auch verknüpft wird, auch wenn es jetzt mehr in dieses Mythologische reingeht. Oscar Isaac als Antagonist, das funktioniert schon seit Sucker Punch richtig gut. Da ist der Mann brillant. Der Film ist auch brillant. An dieser Stelle nochmal meine ewige Zack Snyder Fanboy-Liebe. ja, und Bryan Singer ist halt der Mann für die X-Men-Filme. X-Men 2 und Days of Future Past, All-Time Classics, jetzt schon, was Comic-Verfilmungen angeht. Und mit Olivia Munn kann ich leider noch nichts anfangen, nur in... noch nichts Mann fangen. Nur in einem, Film, ganz okay, nur in einem Film gesehen, den wir sogar nachher wahrscheinlich noch kurz ansprechen werden. Aber Sophie Turner mag ich sehr. Reden wir jetzt nachher über Magic Mike? Game of Thrones, nee, Olivia Munn hat in Erlöse uns von dem Bösen die Ehefrau, glaube ich, von Eric Banner gespielt. Das wollte ich auch gerade machen. Und das ist ja ein Film von Scott Derrickson, der Doctor Strange macht. Also, ich sag noch eins, weil ich eins, wo du mit dem Cast gemeint hast, Ty Sheridan spielt er noch mit, weißt du? Der Ty Sheridan. Sheridan, ja, genau. Der spielt ja den Jungen mit den Laseraugen, den Jungen. Cyclops. Ah, stimmt. Cyclops, genau. Geil. Ja, dann würde ich mal sagen, Suicide Squad steht auch noch an, aber eher im Spätsommer. Start ist dann nämlich am 18. August. Der Film von David Ayer, der ja jetzt auch so, ich will nicht sagen, eine Kontroverse ausgelöst hat, aber scheinbar ist der ja PG-13 rated, oder so die Prognose. Ja. Wobei sich wahrscheinlich viele gewünscht hätten, dass das DC Extended Universe da vielleicht auch eher einen Weg beschreitet, wie Fox mit Deadpool, aber das sind halt auch zwei Paar Schuhe, muss man sagen. Ich habe auf jeden Fall auch Bock auf dieses Anti-Helden-Kollektiv und ich glaube, jeder will einfach sehen, wie Margot Robbie als Harley Quinn performt und wie Jared Leto als der Joker wird. Eure Meinungen dazu, Max? Nee, tatsächlich stimme ich dir dazu, aber ich muss sagen, Will Smith spielt ja Deadshot. Mhm. Ja. Also ich kenne Deadshot aus den Comics auch nicht, aber ich kenne ihn aus den Arkham-Spielereihe. Mhm. Das war eine der geilsten Figuren, die sie da etabliert haben. Und Will Smith ist sowieso einer von meinen Lieblingsschauspielern. Und dann so eine coole Rolle, auch eine Rolle gegen den Strich besetzt. Mhm. Weil es gab ja immer auch mit Django Unchained, dass er so Rollen nicht annimmt, weil die zu brutal sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, mit dem Rating erklärt das wieder, warum er da mitgemacht hat. Aber trotzdem finde ich, ist das eine geile Rolle und das ist die Rolle, wo ich mich am meisten auf den Film freue, deswegen. Und der Trailer ist halt, das hast du, glaube ich, gesagt, einer der allgemein besten Trailer, bestgeschnittenen Trailer, beste Musikauswahl. Der Trailer war schon richtig, richtig super. Fand den auch gut, aber ich glaube, mich hat da einfach ein bisschen gestresst, dass es zu sehr durchgezogen haben mit dem Bohemian Rhapsody-Ding. Also, es ist für mich jetzt ist ein super Trailer. Ein richtig, richtig guter Trailer, der auch richtig Bock macht. Aber das ist so einer von den Filmen, gerade auch mit Joker, der ja immer noch, finde ich, angeteasert wird in den Trailern. Ist das ein Film, wo ich auf jeden Fall das Endprodukt erstmal sehen müsste und ich jetzt gar keine Prognose abgeben könnte. Außer, dass ich nicht glaube, dass er schlecht, richtig schlecht wird. Das Ding ist, wenn du ja immer so Figuren-Ensembles hast, du kannst auch wenn der Film jetzt vielleicht insgesamt wieder, ich sag mal, bei Deadpool hat es zum Beispiel funktioniert, da waren jetzt nicht das Mega-Figuren-Ensemble, aber der Film hat zum Beispiel funktioniert, weil sie die Dramaturgie und so, diese Meta-Ebene, weil sie das komplett ausgereizt haben. Mhm. Obwohl der Plot ja an und für sich dünn oder sehr, sehr Standard war. Das war ja jetzt nichts Innovatives. Trotzdem war das ein sehr guter Film. Ich habe dem 8 von 10 gegeben, du ja, glaube ich, auch, du 7 von 10, gell? So, also wir haben den positiv bewertet und ich glaube auch da bei Suicide Squad, im Prinzip eine sichere Bank. So, wenn du wenigstens ein bisschen, und David Ayer kann schreiben, wenn du wenigstens ein bisschen so die Dynamik untereinander durchkriegst, dann funktioniert das. Oder was denkst du darüber, Marius? Ich muss Max recht geben, indem ich sage, also ich gebe so gar nicht mal recht, ich überbiete das noch, weil ich der Meinung bin, dass dieser Suicide Squad Trailer einer der, also der beste Trailer des Jahres bisher ist, was jetzt nicht so schwer ist, weil das Jahr jetzt auch noch nicht so alt ist, aber auch einer der besten Trailer, die ich überhaupt kenne. Besser weil, als der zu Eddie the Eagle? Ja, den ich nie gesehen habe. Ach ja, Mist. Nee, weil ich muss halt auch vielleicht da einfach dazu sagen, dass ich generell nicht so der
mega Trailer-Fan bin, weil ich halt auch einfach, wie bei Batman, wie Superman war es ja auch dasselbe, dass danach diesen zweiten oder dritten Trailer jeder gesagt hat, oh, ihr habt mir den ganzen Film gespoilert und so. Oh Mann, ey, die Leute könnten sich echt mal weniger dranstellen, finde ich so, weil wenn das Verleihstudio oder der Regisseur oder die Filme Produzenten dir das zeigen wollen, dann wollen sie dir das zeigen. Das ist wie wenn du am Ende vom Film da sitzt und sagst, jetzt hat mich der Film aber gespoilert, so, oh, das ist aber jetzt ein bisschen, ja, es ist übertrieben, so, aber das ist jetzt auch eine ganz andere Diskussion. Trotzdem, eine, wie gesagt, nicht was geführt werden sollte. Ja, eben, ne? Was die Grundaussage sein sollte von mir ist, dass ich Trailer grundsätzlich nie als Teasen für einen Film nehmen, weil ich mein Interesse für einen Film wird selten durch Trailer geweckt, sondern eher durch Regisseure, Cast und was ich mir darunter vorstellen könnte. So war es nämlich auch bei Suicide Squad, weil ich von Anfang an gesagt habe, das Casting finde ich super interessant, ich finde gut, dass der Joker wieder besetzt wird, ich finde gut, dass das Jared Leto ist, weil ich finde, wenn das überhaupt noch jemand machen könnte von jetzt den neuen Schauspielern, dann ist es er. Und David Ayer, ich mochte Herz aus Stahl sehr gerne, ich fand End of Watch richtig cool. Und deswegen war das von Anfang an so ein Film, wo ich gesagt habe, es könnte sehr interessant werden, und bin jetzt durch den Trailer, weil ich eben auch ein großer Queen-Fan bin, muss ich jetzt einfach auch so dazu sagen, mittlerweile im Boot, dass ich sage, das könnte vielleicht der beste Film des Jahres werden, so weit gehe ich sogar, weil ich da jetzt auch so ein bisschen mit Euphorie rangehe, könnte auch ein Mega-Flop werden, es ist alles irgendwie wirklich möglich, wie ihr das so schön schon erläutert habt, so. Aber der Trailer als Kunstwerk funktioniert für mich, und das ist halt das Schöne daran. Das ist auch ein Trailer, den ich mir freuend und augenzwinkernd und so angucken kann, wenn der Film scheiße wird. So, das ist einfach ein geiler Adjektiv, Trailer. Die ich ja noch nie gehört habe. Ja, genau. Das ist wie der und Trailer erwerben. Zu Need for Speed. Der ist auch so geil. Ja, und das ist, also wie gesagt, es ist, das Gesamtpaket stimmt bei Suicide Squad, und das ist auch so der Comicfilm, auf den ich mich momentan am allermeisten freuen würde. Tatsächlich auch ganz davon ab, ob es jetzt ein Comicfilm oder nicht ist. Es ist einfach ein cooles Konzept. Außerdem ist Batman cool noch aus. Drin. Richtig. Ja, ja. Ey, das wollte ich jetzt wirklich auch noch sagen. Ich bin echt gespannt, wie Batman eingebunden wird. Wahrscheinlich noch Rückblende. Nee, das, die Ding, eine Szene, das Ding ist ja, wann spielt denn Suicide Squad? Ja. Das weiß man. Also ich glaube, das ist eine, ja gar nicht diese in der eine Szene. Also und der Trailer verwirrt mich halt extrem so. Der Trailer, ah ja, willst du? Nee, mach. Der Trailer verwirrt mich halt extrem, weil du auch die Doppelgänger da in den Trailern drin hast, im Batman-Kostüm, dann hast du den einen auf Harley Quinns Auto drauf, der wahrscheinlich der echte sein wird. Mhm. Das wäre ja schon in der Zeit von Suicide. Der echte Stuntman. Nee, ich denke, also dass das dann ein Flashback wird. Ah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, auf jeden Fall wird es ein Flashback geben, weil die Harley Quinn Origin Story wird ja erzählt. Ist ja drin, und ich glaube, das könnte halt in einem Flashback passieren. Und eventuell könnte auch so Batman Joker Gedöns als Flashback hinkommen. Aber ist wann nicht, der in der Teil ist nicht spielt. Batman auf diesem Lamborghini zu sehen, wenn Jared Leto und Margot Robbie da drin fahren? Ja, ist ja auch scheißegal. Ja. Ich meine, wir wissen es nicht, wir können es nicht richtig spekulieren. Auf jeden Fall interessant. Das Ding ist, die Frage ist ja auch, was da überhaupt der Konflikt sein wird. So, ist der Konflikt einfach nur, weil Suicide Squad ist ja nicht mit Joker. Nee. So, also der zählt nicht zum Suicide Squad oder kommt zum Suicide Squad oder ist er der Antagonist oder was auch immer. Auf jeden Fall, denke ich, haben wir Bock drauf. Ja. Wo wir vielleicht auch Bock drauf haben, aber vielleicht auch gar nicht, weil man noch nicht wirklich viel weiß über den Film, ist Doctor Strange, auch ein furioses Casting mit Benedict Cumberbatch. Ich glaube, Chiwetel Ejiofor macht auch mit, soweit ich das weiß, und noch ein paar andere bekannte Gesichter, von denen ich jetzt aber nicht mehr so im Kopf habe, wer das noch ist. Regie führt Scott Derrickson, der ist bekannt durch eben, wie du es eben schon angedeutet hast, Erlöse uns von dem Bösen und Sinister. Also er hat vorher nur so ein Film Hollywood. Über die größte Kinokette in Deutschland. Also ich weiß fast gar nichts von dem Film. Ich habe die ersten Teaserbilder gesehen von Benedict Cumberbatch. Und ich finde den Bart korrekt, den er anscheinend zu haben scheint. Die Figur von Dr. Strange, ich verwechsel nicht, Dr. Doom Fantastic Four. Ja. Also in den Spider-Man-Cartoons gab es eine Figur, die war entweder Dr. Doom oder Dr. Strange. War Dr. Strange oder die Figur? Dr. Doolittle. War Dr. Strange, die ist doch aber schon die Figur aus Comics mit dieser Haube über dem Kopf. Er ist ja Magier. Ja, der hat auf jeden Fall diesen Umhang auch gehabt. Alter, aber ich kenne mich ja relativ okay aus in also, lass es mich, Comic-Universen, aber. Lass es mich. Nee.
ich gehe schwer davon aus, dass diese Figur, die ich von den Spider-Man-Cartoons in Erinnerung habe, Dr. Strange ist und nicht Dr. Doom, auch wenn es ja alles überkreuzt. Und dieser Dr. Strange war mit die schlimmste Figur, die jemals in diesem Cartoon aufgetreten ist, weil mir damals schon mit diesen ganzen geilen Figuren, mit die Exo und so, dieser mystische Scheiß auf die Eier gegangen ist. Und das war die Figur, allein wenn ich die jetzt, ich habe mir gestern nochmal das Cartoon-Intro angeguckt und da ist der auch drin, wie er in so einer Staubwolke aufploppt. Also lass mir doch gerade das sagen. Und da habe ich mir so gedacht, du verdammter Sack, bei dir gehe ich nicht ins Kino. Also ich würde sagen, aufgrund der Vorgeschichte von Benedict Cumberbatch ohne Benedict Cumberbatch in den Cartoons von Max und aufgrund von diesem einen Still, das wir kennen, glaube ich, Benedict Cumberbatch hat nicht genug Ausstrahlung, um Dr. Stephen Strange zu spielen. Ich stimme dir da. Avada! Ich glaube einfach nur, Dr. Strange hat nicht genug Ausstrahlung, um Dr. Strange zu spielen. Okay, ganz kurz dazu. Ich mag Scott Derrickson eigentlich sehr, obwohl bei dem auch immer so die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, das ist zu viel gesagt, aber die ist so ein bisschen fließend. Bei Sinister fand ich zum Beispiel ziemlich geil und da hat er auch mit wenig Budget viel rausgenommen, viel visuell probiert und ganz geile Schocks reingebastelt. Ich mochte auch sein Remake von Der Tag, an dem die Erde stillstand. Wahrscheinlich würde ich dem heute immer noch eine 6 von 10 geben, weil der auf jeden Fall gute Elemente drin hat. Erlöse uns von den Bösen fand ich unfassbar schwach, weil der hat, also ich glaube, das war das beschissenste Filmende, das ich im Jahr 2014, ist ja glaube ich rausgekommen, das ich im Jahr 2014 gesehen hatte, weil wirklich so der letzte große Konflikt, der ist dann einfach rum. So gut, ob er das mitgeschrieben hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube aber, der ist ein fähiger Mann, der ist ein fähiger... Der schreibt aber auch nicht Dr. Strange. Gut, dann ist ja das ist ja okay. Der ist auf jeden Fall ein fähiger Mann als Director. Der hat durchaus vernünftige Ideen und ich denke, man könnte ihm das zutrauen, weil das vielleicht auch sein Shit ist, so ein bisschen was mit Fantasy-Kram und so reinzubringen. Ich kenne nichts von der Figur. Das Einzige, was ich jemals über diese Figur gehört habe, ist bei der Szene in Return of the First Avenger, wie sie den einen Hydra-Typ fragen, was denn los ist. Und er dann so, ja, sogar Dr. Stephen Strange haben wir überwacht. Okay, Bild ab und dann. Ich hab Bock drauf, ich hab Bock auf alle MCU-Filme. Könnte natürlich, das könnte ein Epic Fail werden. Alter, potenziell, definitiv. Aber könnte auch eine Überraschung sein. Aber ich denke, da können wir echt nichts. Wir haben noch kein Bewegtbildmaterial gesehen. Ja, eben. Und was sollen wir sagen? Ich finde auch irgendwie so. Warum tun wir überhaupt dieses Video? Genau. Tun wir dieses Video? Ja, und ich finde im Moment natürlich, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen vor dem Film, aber es ist nur noch ein halbes Jahr und man hat quasi noch fast gar nichts davon gehört. Wir werden jetzt auch diese Landmark setzen bei der WSM-Historie. Pre-Stephen Strange und Post-Stephen Strange. Genau, und ich finde, der Film fühlt sich auch so ein bisschen an wie so, wir haben Civil War, ach so, und Doctor Strange ist halt jetzt auch noch da, so. Also jetzt nicht vom Marketing oder von Marvel her oder von irgendwas, sondern halt so, weiß nicht, so, Alter, der große Civil War und ja, genau wie Ant-Man letztes Jahr, der ist ja dann auch so untergegangen. Und selbst Ant-Man hat mehr Aufmerksamkeit gehabt. So, und, echt so, Dr. Strange müsste dann jetzt so noch featured werden in die unfassbaren 2. Hey, ich bin auch ein Magier, da sind alle Magier drin, da ist ja auch Harry Potter drin. Stimmt, und keine Ahnung, wie gesagt, man kann halt einfach nur nicht so viel dazu sagen. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist vielleicht, dass ich jetzt gerade nach Civil War dann schade finde, dass sie dann schon wieder mit einer Origin-Story kommen. Ja. Nicht, dass die Leute, weil er jetzt so gemacht hat, nicht, dass die Leute denken, dass ich jetzt auch einer von denen bin, mit dem Film schon vorher weghält und so. Ich könnte mir auch vorstellen, mit diesem Bild im Kopf aus dem Cartoon, dass ich den Film nachher total abfeiere, wenn die wirklich auf diese lustigen Kostüme da kommen, die ich noch in Erinnerung habe. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall, das ist so ein Film, wo ich immer ein Grinsen ins Gesicht habe. Ich meine, man weiß ja so viel über den Film wirklich noch nicht. Vielleicht hat ja Adam Sandler auch irgendwas damit zu tun. Vielleicht ist Adam Sandler als Dr. Strange. Okay, ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch. Genau, das war's von dieser Comic-Vorschau. Von unserem kurzen Comic-Pre-Talk. Genau, wir hoffen natürlich, wie immer, es hat euch gefallen und regen gerne zu einer Diskussion in den Kommentaren an. Auf was freut ihr euch am meisten? Und wer hat am meisten Ahnung? Macht genau. Mir den Hashtags Team Max, Team Marius oder Team Markus. Genau, und folgt mir auf Twitter, natürlich, das muss ich mal wieder sagen. Ansonsten war's das. Keine Ahnung. Bye, everybody. Hey, everyone. Tschüss. Ach, bye, everyone. Mist. Okay.
Egal.